wieder diese Phasen mit kurzen Tagen, späten Sonnenaufgängen und viel Dunkelheit. Das hilft mir noch schwer aus dem Bett. Aber ich habe einen Dreh, bin schon auf dem Weg. Und ehrlich gesagt, schon ein bisschen spät dran. Ist wie gesagt ein relativ run-and-gunniger Job. Das heißt, ich persönlich gehe davon aus, ich drehe fast das komplette Ding mit der C70 auf dem Gimbal. Der ist schon voreingerichtet mit einer 24mm Optik aktuell, aber ich kann da natürlich auch noch irgendwie andere Sachen draufpacken. Ich habe eigentlich alles dabei, was das Herz begehrt. Das Einzige, was ich noch mitnehmen möchte, zusätzlich, habe ich mir gestern Abend noch überlegt, ist eine Lampe. Und zwar unsere KMTV Perseus. Das ist eine LED-Fläche, die man ziemlich schnell mit V-Mod-Akkus betreiben kann. Das ist für so Run-and-Gun-Sachen echt awesome. Richtig weird. Ich bin es inzwischen so gewohnt, mit dem Transit zu fahren, dass es gerade eine richtige Tortur war, irgendwie das Zeug in den Corsa zu packen. Als City-Auto mega geil, aber als Gepäckauto. Okay, das war ultra anstrengend. Das war wirklich ultra anstrengend. Aber geil. Mal wieder was ganz anderes und dadurch mal wieder total lehrreich mit ein paar Sachen, die mir dabei aufgefallen sind. Und die möchte ich hier kurz erwähnen, bevor ich sie wieder vergesse. Es wird quasi ein Trailer von einem Promo-Event für einen Streaming-Dienst. Ich glaube, damit bin ich rechtlich safe. Und das hier war quasi mein Hauptsetup. Ich hatte die C70 quasi dauerhaft auf dem Ronin RS 2. Dazu muss ich erstmal sagen, positiv, saugeile Kombi. Also ich finde wirklich, man hat mit relativ, naja, humanem Gewicht, sag ich mal, ein sehr, sehr geiles Setup. Ich habe ein kleines Ambience-Mikro drauf. Das war von dem Kollegen, der das schneidet, gewünscht. Ich bin ja bei Einhandgimbal-Sachen Fan von kleinen Setups. Ich finde irgendwie, wenn man jetzt hier noch 1000 Sachen dran ballert, dann kann man auch gleich auf einen großen Gimbal gehen, zum Beispiel von seinem Freefly Movie Pro. Aber das ist dann wieder als Ein-Mann-Sache total nervig. Das heißt, C70 für mich fast dauerhaft auf Autofokus, eine ziemlich geile Sache, total verlässlich. Autofokus hat Grenzen, aber für sowas ist es einfach unfassbar nice. Ich habe knapp 12.000 Schritte heute mit diesem Setup gemacht und kann immer noch laufen, von daher würde ich sagen, ist schon mal okay. Und die Ergebnisse sind wirklich 1A. Also ich bin sehr, sehr überrascht, wie gut das alles klappt. Ich habe meistens geswitcht zwischen einer 24mm, einer 35mm und der 50mm. Bin dann auch oft einfach schnell auf Handheld zwischendrin gegangen. Ein paar Sachen haben dabei aber natürlich auch genervt. Punkt 1, das Display von der C70 ist wirklich ziemlich gut. Wenn man die Helligkeit davon auf Maximum stellt, kann man auch bei Tageslicht wirklich gut damit arbeiten. Heute war richtig krass Sonne. Und da merkt man dann, ja, es geht, aber die Größe ist ein bisschen schwierig. Gerade wenn man am Gimbal ist, in Bewegung, ja, dann kommt man halt doch an die Grenzen. Dann ist man sich nicht sicher, klappt die Schärfe, wie ist es mit den Helligkeiten. Es ist völlig fein, aber nicht perfekt. Hätte ich mir jetzt hier ein externes Display dran gehängt, hätte ich natürlich wieder viel mehr Gewicht und Fummelei, zusätzliche Akkus, zusätzliche Kabel und mega den Abfuck gehabt. Ich glaube, das wäre es mir insgesamt nicht wert gewesen. Aber was ich mir gewünscht habe, gerade für die Handheld-Sachen, ist einfach ein fucking Sucher. Weil Handheld gibt es keinen Grund, dieses Display zu benutzen. Da will ich irgendwie hier rangehen und einfach direkt was sehen können. Gerade bei Sonne. Es ist meine Lieblingskamera und ich werde demnächst auch nochmal ein schönes Video dazu machen, warum das so ist. Aber das hat mich heute wirklich genervt. Was mich auch noch genervt hat, ist die Sache mit den Zeitraffern. Inzwischen können ja eigentlich alle Kameras intern Zeitraffer herstellen. Das gilt natürlich vor allem für Kameras wie hier die Vlog-Kamera, die eigentlich auf Foto ausgelegt sind und Video können. Aber es gibt dabei immer so seltsame Limitationen. Die GH5, die irgendwie bis heute immer noch die bestdurchdachte Kamera erscheint, konnte man, wenn ich mich richtig erinnere, direkt intern ein Video erstellen in UHD mit einem maximalen
Intervall von einem Frame pro Sekunde, sprich eine 25-fache, 24-fach bzw. 30-fach, je nachdem, wie ihr dreht, fache Verschnellerung des Ganzen. Das war ein guter Zeitraffer, der für so Vlog-Sachen, wenn man die Kamera mal eine halbe Stunde, eine Dreiviertelstunde irgendwo stehen lässt, nicht immer gereicht hat, aber schon mal geil. Die Sony 6600, die ich hier benutze, kann zum Beispiel maximal 2 Frames pro Sekunde, was ein größeres Intervall geht nicht. Das heißt schon nur noch eine 12-fache Verschnellerung. Reicht nie. Es ist einfach nicht genug. Das heißt, die Zeitraffer, die ich hier mache, die muss ich immer noch upspeeden. Und noch dazu, und das ist ein fucking Joke, sind die nur HD. Und zwar richtig schlechtes HD. Das macht doch keinen Sinn. Warum kann ich denn in mehr Frames pro Sekunde 4K aufzeichnen und in ganz wenigen Frames nur HD? You Sony, das verstehe ich nicht, wirklich. Ich bin mir sicher, neuere Kameras haben das inzwischen drin. Aber es macht technisch einfach keinen Sinn. Jetzt bin ich es auf jeden Fall mit der Sony inzwischen gewohnt. Ich habe einen Schnellmodus drin, ich stelle die Kamera irgendwo und ich mache einen Zeitraffer. Für so ein Ding wie heute, wo ich vielleicht auch zwischendrin mal einen Zeitraffer von irgendwas möchte, finde ich das total praktisch. Jetzt hat die C70 auch einen Slow and Fast Modus mit 4K 120 Frames pro Sekunde. Super krasser Scheiß. Aber der Zeitraffer-Modus kann als maximales Intervall 15 Frames pro Sekunde. 15! Da ist kaum ein Unterschied zu 25. Das ist nicht mal doppelt so schnell. Das ist kein Zeitraffer. Das ist ein fucking Joke. Und dann, das heißt, wenn man so einen Zeitraffer aufnimmt, nimmt man Unmengen an unnötigen Daten auf. Und das ist eigentlich genau das, was ich vermeiden möchte. Verstehe ich nicht. Wer denkt sich sowas aus? Ja, doch, also 15 Frames pro Sekunde, das reicht. Warum sollte man mehr wollen? So viel auf jeden Fall zu dem Negativen, was mir heute aufgefallen ist. Ich werde jetzt die Daten kopieren und hochladen und dann muss ich auch schnell nach Hause. Übrigens, mein Last-Minute-Gedanke, noch eine Lampe mitzunehmen, war zwar eigentlich ganz nett, aber wie das dann wahrscheinlich immer bei so Run-and-Gun-Sachen ist, fast vollkommen utopisch, auch nur ansatzweise daran zu denken, hätte sich auch nicht gelohnt. Kam auf jeden Fall nicht zum Einsatz und war nur im Auto. Und es war jetzt anstrengend, aber trotzdem machen wir jetzt noch ein bisschen Privatstuff. Und zugegeben war es auch ein cooles Workout. Echt eine gute Kombi, die beiden. Also C70 und RS2. Gefällt mir. Wir sind nämlich auf dem Weg zum Konzert von Joschas Band. Extra nach Düsseldorf gecruised und hoffentlich kriegen wir jetzt noch einen Platz, da ist nämlich ziemlich viel los. Das war nett. Wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit da verbracht und sind jetzt im Dunkeln. Das war ein schöner Abend. Vielen lieben Dank auch fürs Anschauen. Checkt Backseat Alley, Joschas Band, aus. Ich bleib hier im Licht, bevor es zu spät ist. Und dann freue ich mich, wenn wir uns morgen wieder sehen. Vielen Dank und bis dahin. Ciao. Ha. Ihr dachtet wohl, ich hätte schon wieder den Hashtag des Tages vergessen, was mir natürlich niemals dreimal hintereinander passieren würde. Ich habe einen wunderschönen Hashtag des Tages und zwar ist mir im Laufe dieses Drehs aufgefallen, wie krass verwöhnt ich mittlerweile bin. Dass immer jemand dabei ist, der mal Licht aufbauen kann, ein Objektiv wechseln kann, einen neuen Akku besorgen kann, Speicherkarten wechseln kann. Und wie viel Arbeit plötzlich auf einem lastet, wenn man mal wieder einen Job alleine macht, so komplett und trotzdem den Anspruch an den Tag legt, das so gut wie sonst zu machen und irgendwie am besten alles zu übernehmen. Ich habe jetzt in letzter Zeit so ein, zwei kleinere Jobs wieder mal selber komplett alleine gemacht und ich habe dabei gemerkt, wie krass geil es ist, Assistenten zu haben und wie viel Respekt den Leuten gebührt, die solche Jobs komplett immer alleine machen. Wie viel Arbeit das früher war. Ich meine, ich habe das früher auch jahrelang gemacht, aber ich habe, glaube ich, so ein bisschen vergessen,
wie heftig anstrengend das sein kann. Auf eine ganz andere Art und Weise, wie jetzt unsere Arbeit mittlerweile anstrengend ist. Deswegen gibt es zwei Hashtags, so eine Art Teamführung. Der eine Hashtag ist Danke Assistenten und der andere Hashtag ist Respekt Selbermacher. Ihr dürft auswählen oder vielleicht auch beide, wie ihr wollt. So, das war's jetzt aber. Vielen lieben Dank und bis morgen.